Hallo Leute, willkommen bei der Sims 400 Baby Challenge. Dies ist Teil 228. Es ist Dienstagabend und jetzt gehen allmählich alle ins Bett, außer Jenny. Ja, und es weihnachtet so allmählich ganz langsam und die englischsprachigen Simmer, vor allem aus Amerika, sind schon voll im Weihnachtsrausch. Und ich dachte mir, ich könnte ja vielleicht schon mal anfangen, ein klein wenig Deko hinzustellen. Also jetzt nicht das volle Programm, den Weihnachtsbaum gibt's erst später. Vielleicht nicht erst am Heiligabend, aber so sagen wir mal in der zweiten Dezemberhälfte. Aber vielleicht könnte man schon mal ein Kerzchen aufstellen. So, jetzt muss ich die Sachen natürlich finden. Diese typischen Weihnachtssachen, die sind bestimmt bei Deko. Und dann findet man die vielleicht, wenn man hier dieses Pack filtert. Ich hoffe ja, dass es das zum Filtern gibt. Accessoires Pack. Feiertage. Jawohl, da haben wir es ja. Und da war doch so ein Kerzensatz, der mir gut gefallen hat. Der ist jetzt hier aber nicht da. Vielleicht ist das gar kein Weihnachtskerzensatz. Ich meine, das hier ist ganz schön. Das ist zwar kein Weihnachtskerzenständer. Das ist zum Feiern von Kwanzaa. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, zu welcher Religion das gehört. Dieses hier, das weiß ich, das ist für Chanukka, das ist ein jüdischer Feiertag. Oft zur ähnlichen Zeit wie die Weihnachtszeit. Ich stelle einfach mal diese Kinara-Kerzen hier hin, weil die finde ich ganz hübsch. Und Kerzen sind letztlich Kerzen. Und ja, wie gesagt, der Weihnachtsbaum kommt deutlich später. Und vielleicht schon mal so einen Schneemann vor die Tür stellen. Nee, das ist zu kitschig. Gucken wir mal. So ein Kranz kann man hier vielleicht neben die Tür hängen. Ach, da muss ich jetzt noch diesen Cheat anwerfen. Okay. Testing Cheats True. Und baby.moveObjects on. Okay. Hier ist ja ganz schön groß hier, dieser Kranz. Ja, jetzt passt das doch. So, ich mach den mal schon so neben die Tür, dass der nicht im Weg steht. Nicht, dass die dann nicht durch die Tür gehen. Und ich mache einfach die Lampe da drüber. Ja, dann haben wir hier von außen ein bisschen adventliche Stimmung. Und ja, ich suche noch mal die anderen Kerzen. Mal gucken, ob ich so Kerzen finde. Weil ich hatte irgendwie immer Kerzen auf den Tischen und das hat mir recht gut gefallen. Nein, ich will nicht Kerzen in Gemälde und Poster, sondern Kerzen in Tischlampen. Ja, und diese da, nee, das waren irgendwie andere Kerzen. Nette Kerzen, die ganz lange bei Jenny auf dem Tisch standen. Das ist mir hier ein bisschen zu groß. Ja, finde ich schon zu groß. Gar nicht so einfach. Aber vielleicht, ja, ich gucke einfach mal alle Tischlampen durch. So, diese hier meinte ich nicht. Diese da. Ja, die gehören doch zu dem Weihnachtspack. 4 Festtagskerzen. Ja, ich glaube, es waren die da. Ja, und die stelle ich einfach mal hier auf die Tische. So. Und ich finde, das gibt dem Ganzen schon so ein bisschen etwas festliches Ambiente. Und kann man hier vielleicht noch welche dazustellen? Oder ist es dann zu voll? Ich glaube, ich stelle diese dicken hier anstelle von denen hin, weil irgendwie finde ich die dicken netter, die haben auch so Tannenzweige drumrum und so. Okay, dann bin ich jetzt fürs Erste zufrieden. Was ich noch machen wollte, ist eine kleine Tierarztpraxis hier reinbauen.
Und zwar mache ich hier einfach einen Raum. So. Ja, nicht zu klein, aber auch nicht zu groß. Aber dieses Tierarztgerät, das nimmt schon ziemlich viel Platz ein. Okay. Dann kann ich hier einen Stuhl wegmachen und wo haben wir hier schöne Türen? Da nehmen wir so eine durchsichtige. So. Nein, das wollte ich nicht. Ah, die stört jetzt natürlich hier mit dem Stuhl. Also mit dem Sofa. Das kommt auch weg. Na komm. Okay, und dann kann man das hier irgendwie ein bisschen näher so daran schieben, damit das nicht so auffällt. So irgendwie, ja. Und dann brauchen wir natürlich eine Lampe in dem Raum. Und der muss jetzt nicht großartig verziert werden. So, darum nehme ich einfach mal gleichen Wände und gleichen Fußboden. So. Voilà. Und jetzt so ein Tierarzt-Untersuchungsdings. Das ist bei Apparate in Verschiedenes. Und Jenny kann sich natürlich das teurere leisten für 4000, was ich immer noch einen echten Wucherpreis finde. Stellen wir das mal hier so hin. Oder so, ja, da hat man noch genug Platz, um zu stehen. Weil hier steht der Sim, der untersucht. Und dann will ich noch so ein Heilmittelherstellungsstation nehmen. So, die kommt hier hin und dann gucken wir mal, ob auch noch so ein Operationsteil da reinpasst. Zur Not mache ich das Ding einfach größer. Ja, passt, aber überlappt sich. Mache ich es noch größer, den Raum. Wir haben es ja. Eine 500.000 hat sie jetzt noch übrig, nachdem ich den ganzen Krempel gekauft habe. So, jetzt passt das gut rein. Und wenn dann ihr Yogi mal krank ist, muss er nicht unbedingt zum externen Tierarzt gehen, sondern kann das selber machen. Und sie kann sich in der Tierarztfähigkeit üben. Das finde ich fast noch wichtiger. Sie könnten selbstverständlich zum Tierarzt gehen, aber ich finde es ganz gut, wenn Jenny auch lernt, Tierarzt zu sein. Jenny soll letztlich alles lernen. Und jetzt könntest du einfach mal ein bisschen mit deinem Yogi spielen. Du könntest ihn streicheln. Ah, und spielen gibt's hier auch. Spielen. So. Oh, das kann sie sogar machen, während sie schwanger ist. Das ist gut. Weil das Spielen mit Kleinkindern geht ja nicht, wenn man schwanger ist. Und ja, sie ist kaum müde. Da lasse ich sie dann auch noch mal eine kleine Trainingseinheit mit Yogi machen. Vielleicht irgendwo, wo wir etwas mehr Platz haben. Hier ist eigentlich ganz gut Platz. Ja. Karim, du könntest das Essen eigentlich mal in den Kühlschrank stellen. Lohnt auch nicht mehr. Es ist schon fast verdorben. Aber das ist nicht so schlimm. Wenn wir das dann in den Müll schieben, verdienen wir so viel Geld. Da kann man mehrere arme Ritter von neu machen. So, geh mal hier hin. Jenny, damit ihr hier das Training machen könnt. Nur einen Befehl trainieren. Denn ich hätte gerne, dass Jenny auch diese Tiertrainingsfähigkeiten übt. Also wenn schon Haustier, dann soll das auch genutzt werden, würde ich sagen. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier machen können. Muss wahrscheinlich auch nochmal auf den Pott der Yogi. Platz. Platz ist wichtig. Wir machen erstmal die wichtigen Befehle, die man
die man einfach für jeden Hund braucht. Sitz, Platz und solche Geschichten. Und Tricks kommen dann eventuell später. Na prima. So ist das recht. Ja. Ja, hinlegen, hinlegen. Ja, mach das mal. Ja, na, Yogi scheint ein cleverer Hund zu sein. Janabu. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Ich habe gerade gezählt und gedacht, weil irgendwie wäre eine Katze auch schön. Aber wenn die Jenny die nächsten Babys gekriegt hat, möchte ich natürlich gern, dass sie gleich wieder schwanger werden kann. Und da holen wir uns jetzt mal kein zusätzliches Haustier ins Haus. Aber wenn Yogi zusammen mit Lea auszieht, ich denke mal, dann probieren wir es mal mit einer Katze. Dass jetzt einfach für eine Weile immer ein Haustier im Haus ist. Auch wenn das dann mit den Babys langsamer geht. Aber ich finde das irgendwie ganz schön, wenn die ein Haustier haben. Und das ist jetzt ja auch total angesagt. Und 100 Babys können wir sowieso noch lange Zeit kriegen. Oh, Herr Gärtner, das ist aber sehr löblich. Karim, du bist ein Schatz. Und ich denke mal, der Jenny, sage ich mal, die will jetzt erstmal essen. Na gut, dann lasse ich sie essen. Und danach soll sie gärtnern und dann aber... Oder soll ich sie gleich ins Bett schicken? Schwere Entscheidungen. Ja, ein bisschen ernten macht schon Sinn. Dann haben die Zeit, wieder nachzuwachsen. Ah, und der Yogi... Und der geht schon von selber raus. Der macht dann zwar direkt vor die Haustür, aber das versickert wieder. Und wenn er einen Haufen macht, schmeißen wir ihn in den Müll und verdienen dann damit Geld. Okay. Muss wohl keinen Haufen machen. Sehr gut. Ja, Jenny, spute dich mal mit dem Essen. Ja. Was ich erstaunlich finde, ist, dieses Haus ist ja nun wirklich groß, aber es gibt gar nicht viel Platz, um noch alles Mögliche hinzustellen. Dafür müsste das Haus noch größer sein. Also hier, das Ding für die Konzentration passt da gerade noch so hin. Und... Ja, jetzt will er spazieren gehen. Nee, wir haben schon unterrichtet. Jetzt muss die Jenny gärtnern. Alles ernten. Vielleicht hat die Jenny morgen Zeit für einen Spaziergang. Pinkeln warst du jetzt ja schon. Und du kannst selbstständig im Garten rumtollen und schwimmen gehen. Du kannst auch zum Strand rennen. Mal gucken, ob man ihn rauslassen kann. Ja. Ja, dann soll sie ihn rauslassen. Oh. Nils ist schon wach, ausgeschlafen. Okay, und hungrig. Ist in Ordnung. Jetzt gucken wir mal. Nils hat die Hausaufgaben gemacht, ist ein Dreiergrundschüler. Und... Ja, es ist mit Kreativität weiter als mit Motorik. Ich denke mal, dann lasse ich den fleißig malen. Oder jetzt ist Mittwoch. Vielleicht lasse ich den auch einfach Vampirbuch lesen. Und dann kann er ja immer noch sich in den anderen Fähigkeiten trainieren. So wie die Lola, die hat ja Vampirsaga schon 3. Die lasse ich dann einfach noch mal ein bisschen weiterlesen. Dann hat sie 4. Und ist dann für die Grundschule und für die Teenie-Zeit gerüstet. Oh ja. Ja, die müsste jetzt tatsächlich Vampirsaga lesen. Dann steh du mal auf, genau. Geh mal hier aufs Klo.
Und dann könntest du auch mal baden gehen. Ja, nimm hier die Badewanne, die Dusche, das geht am schnellsten. Und dann lies mal in dem Vampirbuch, damit du eine Eins in der Schule kriegen kannst. Und der Nils, der geht jetzt baden, das ist okay. Jenny, wie sieht's bei dir aus? Du willst trainieren? Nee, 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 jetzt nicht, jetzt nicht. Lass mal Yogi raus und dann legst du dich selber hin, damit du wach bist, wenn die kleine Lea aufwacht. Ja, die braucht auch nicht mehr allzu lange. So, Yogi, du darfst rausgehen zum Toben, wenn du willst. Und Jenny, du darfst schlafen. Ja, es ist nicht mal 5 und der Tag ist hier schon so richtig am Brummen. Nils, ah, hat schon fertig geduscht. Dann kann der auch Vampirbuch lesen. So, dann nimmst du dieses. Ja, hat Level 3 der Kreativität. Wo ist er denn? Ah, er hat da draußen Puppenhaus gespielt. Ja, das ist auch in Ordnung. Ich denke mal, wenn er dann die Vampirgeschichte fertig hat bis Level 4, lasse ich ihn dann schon noch malen. Und dann kann er auch toben und bis er halt so seine Eins in der Schule hat. Okay, wo setzt er sich hin? Jenny, du sollst jetzt nicht Computer spielen. Du sollst jetzt ein bisschen schlafen, damit du nicht tagsüber dann müde wirst. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal. Sie hat, glaube ich, schon Level 4, so wie es aussieht. Ja. Aber sie kriegt gerade viel Spaß dadurch. Sie ist ja auch eine Vampirin, darum muss sie das erst recht lernen mit der Vampirsaga. Und ich glaube, der Nils ist auch Vampir, ja. Der muss das darum auch lernen. Und sie kriegen super Spaß. Was will man mehr? Steht darum, du hättest dich auch hinsetzen können. Ja, ich überlege auch schon, wo ich den Weihnachtsbaum hinstelle. Aber man könnte ja vorübergehend hier dieses Sofa wegmachen, Weihnachtsbaum und Geschenke hinstellen und dann später kommt das Sofa wieder hin. So. Na prima. Ah, das ist jetzt Lola und Nils hat bald Level 3. Das geht immer ordentlich schnell mit dieser Vampirsage. Da haben sie den 100 Baby-Challenge-Spielern schon eine große Freude gemacht. Aber durch die Kleinkinder ist es ja schwieriger geworden und dann finde ich es ganz gut, wenn wir ein bisschen einen Ausgleich haben. Okay, genug gelesen. Ja, jetzt hat sie fast Level 5, den sie gar nicht braucht. Was? Jetzt willst du bei Jenny schlafen gehen? Jetzt noch? Nö. Du kannst eher irgendwie ein kleines Müsli essen oder sowas. Ah, ist doch ein Erdnussbutter-Gelee-Sandwich. Und. Okay, Knoblauch, Level 3 hat er. Ja, ich lasse ihn jetzt noch bis Level 4 lesen. Wird schwierig, weil er muss auch noch aufs Klo gehen. Dann hör mal damit auf, weil gleich ist Schule. So. Und er hat ja sowieso heute kriegt er noch keine Eins. Dann muss er nur heute Nachmittag fertig lesen und dann ist gut. So.
Na, Yogi trollt darum, das ist gut. Bist du müde, Yogi? Du darfst dich auch hinlegen, wenn du müde bist. Willst du mit jemand spazieren gehen? Tja. War draußen zum Pipi machen, wurde unterrichtet, durfte rausgehen, ist müde. Aber ein Spaziergang mit Mensch wäre halt schön. Naja, vielleicht wenn die Jenny aufgewacht ist. So. Ja, und ihr Kindersleut geht jetzt gleich mal in die Schule. Und die Episode ist auch schon wieder rum. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.